Hallo meine Lieben, heute möchte ich über ein Thema sprechen, das mir sehr am Herzen liegt. Über die Inspiration. Mir wurde die Frage gestellt, was mich für meine Kompositionen inspiriert. Ich habe aber gedacht, warum nicht mal ein Video zu drehen und über die Inspiration selbst zu sprechen und euch zu erzählen, was ich unter Inspiration verstehe, in der Hoffnung, dass ich euch mit diesem Video inspirieren kann. Wenn ihr Kunstschaffende seid, wenn ihr Aufführende seid oder auch nur Leute, die die Kunst genießen, für euch zu verstehen, was die Inspiration ist und wo sie herkommt. Wenn ich über die Inspiration spreche, meine ich die reine Inspiration, denn Inspiration ist auch, wie alles andere, dem Prinzip der Dualität unterworfen. Ich meine aber reine Inspiration, genauso wie das lateinische Wort versucht zu verdeutlichen. Leben und Seele hineinhauchen in ein Kunstwerk, in ein Gedicht, in eine Komposition. Stellt euch einen Dichter vor, der eines Morgens in die Natur geht und einen Sonnenaufgang beobachtet. Für jeden anderen ist es ein ganz gewöhnlicher Sonnenaufgang. Für den Dichter ist es aber wie das allererste Mal. Er sieht den Sonnenaufgang und es ist, als ob er für das erste Mal das sieht. Dadurch ist sein Herz erfüllt mit Emotionen und mit Inspiration. Und wenn sein Herz überquillt vor Freude und Inspiration, kommen die Worte und Reime von selbst zu ihm. Und das ist, weil er imstande war, mit Kindesaugen und Ohren etwas wahrzunehmen, was nicht jeder sieht. Für einen Komponisten ist es ähnlich oder ganz gleich. Eine Kadenz, das heißt eine einfache Folge von ein paar Akkorden, ist für einen Musikwissenschaftler oder für einen Theoretiker eine Folge von ein paar Akkorden eine Kadenz. Für einen inspirierten Komponisten ist aber viel mehr drin in der Kadenz. Eine Palette von allen Emotionen. Und jedes Mal, dass er diese Kadenz hört, es ist wie das erste Mal. Dadurch kann er dieselbe Kadenz in all seinen Kompositionen einbauen und verwenden und nie davon gelangweilt sein. Mir geht es zumindest so. Der inspirierte Komponist ist also imstande, die Musik zwischen den Tönen auch zu hören. Dort, wo jeder eine Pause sieht, auf dem Papier, in der Partitur, dort ist eine Welt drinnen für einen Komponisten oder für einen inspirierten Aufführenden. Die Inspiration ist also etwas sehr Subtiles. Es ist etwas, was sehr schwer zu beschreiben ist. Der Dichter, alles was er sieht, ist eine Metapher für ihn, für etwas anderes. Fast jeder ist berührt beim Anblick eines Neugeborenen. Der Dichter ist auch berührt, aber er sieht eine tiefere Dimension drinnen. Noch dazu sieht er eine Verbindung zwischen Dingen, die scheinbar miteinander nichts zu tun haben. Zwischen dem Anblick eines Neugeborenen und dem Sonnenaufgang, da sieht er eine Verbindung. Das inspiriert ihn, weil die Inspiration ist ein allverbindendes Prinzip. Die Inspiration ist nicht etwas, was man jemandem beibringen kann, was man in der Schule lernen kann oder in der Universität.
Das ist etwas, was entsteht im Hier und Jetzt. Wenn man bereit ist, wenn man sein Herz vom Staub des Egos wischt und sauber macht, dann kommt die Inspiration, garantiert. Und ich würde sagen, auch ein Zuhörer kann inspiriert sein und inspiriert zuhören. Ich habe so viele Musiker gesehen, die gerade dadurch, dass sie so viel studiert haben, dass sie so virtuos sind, dass sie nicht mehr imstande sind, die Kadenz zu genießen, das gleiche Stück Musik zu genießen und mit neuen Ohren wahrzunehmen und zu hören. Und dieser Zustand des Nicht-Genießen-Könnens ist Uninspiriertheit. Wie ihr seht, liegt dieses Thema mir sehr am Herzen und ich möchte sehr viel mehr darüber sprechen. Für heute habe ich mir aber vorgenommen, dieses Video kurz zu halten. Aber seid gespannt, es kommt noch mehr über die Inspiration und wie man der Inspiration helfen kann. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn man mehr über dieses Thema nachdenkt, sehr viel Interessantes noch zu entdecken ist. Und ich mache mein Bestes, um euch zu inspirieren mit diesen Videos. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend und freue mich, euch im nächsten Video wiederzusehen. Tschüss.